Ei, gute wie? Ich wurde gewarnt vor diesem Video. Auch hier, ne? Robton hat schon eine Reaction drauf gemacht und ich habe gedacht, der Ersteller dieses Videos heißt Black Shadow mit einer 1 als L. Und das muss ja wohl ein Sonic-YouTuber sein, der kennt sich aus. So, dann gehe ich auf den Kanal und sehe viel Zelda, auch Mario und Monte. Aber das ist das erste Eagle-Video. Und das gibt mir Berechtigung zu Angst. Aber ihr habt ja mich. Ich bin ja dabei. Google Mama. Hast du dich schon mal gefragt, wie Sonic so schnell wurde? Wieso Dr. Eggman böse ist? Und wofür man eigentlich diese Ringe sammelt? Dann schnappt ihr was zu snacken, denn hier kommen 100 Sonic-Fragen, die sich jeder stellt. Wie wurde Sonic so schnell? Ich glaube, er nutzt einfach die Google-Fragen und da stehen auch direkt die Antworten mit bei. Sonic the Comic. Im offiziellen Sonic-Comic können wir sehen, wie Sonic die sogenannten Power-Sneaker von Dr. K bekommt. Diese sollen laut Dr. K jede Reibung minimieren. Was ist Sneaker von Dr. Das ist Dr. Kintobor. Und er wird nur von Kinos von Sonic scherzhaft Dr. K genannt. Er heißt nicht Dr. K, aber vermutlich hat er nur diesen Screenshot. Naja. Sonic the Comic gab es auch nur in Europa, Großbritannien kommt er her. Japan und in den USA gab es diesen Sonic the Comic nicht, sondern den von Archie. Aber weiter geht's. Dr. K bekommt. Diese sollen laut Dr. K jede Reibung minimieren, was es Sonic wohl ermöglicht, so schnell zu laufen. Wieso ist Sonic eigentlich blau? Wie wir ebenfalls im offiziellen Sonic Comic sehen konnten. Also, ja, Sonic ist blau, weil das Sega-Logo blau ist. Das ist die Erklärung. Und weil blau eine verdammt coole Farbe ist und ein Kontrast zu Marios Rot. Das ist die Erklärung. Aber von der Lore her, also manche sagen ja, das ist ja nicht mal, ne, gehört ja mich ja nicht mal zur Lore. Das wäre, ne, aber okay. Ja, der verändert seine Farbe hiermit. War Sonic nicht immer blau. Doch nachdem Sonic mit den Power-Sneakern die Schallgeschwindigkeit durchbrach, veränderte sich seine Hautfarbe. Ein weiterer Hintergrund. Sein Fell. Seine Haut ist ja quasi das hier. Oder sein Fell. Für Sonics blaue Farbe ist das Sonic das offizielle Maskottchen der Firma Sega ist. Wieso ist Sonic aber nackt? Nun, eine offizielle. Er hat doch Schuhe an. Bist du nackt, wenn du Schuhe und Handschuhe an hast? Antwort gibt es dazu nicht. Aber ich denke mal, dass man Sonic. Wenn Donald Duck aus der Dusche kommt und hat ein Handtuch um die Hüften, ne? Und ihm fällt das Handtuch runter, da hält er sich mit den Händen vor seinem Unterleib. So nach dem Motto, nicht gucken. Aber normalerweise läuft Donald Duck ja eh unten frei rum. Der hat ja oben nur ein Hemd an eigentlich, ne? Just saying. Warum hat Mickey Mouse nur eine Hose an? Sonic einfach ansehen sollte, dass er kein Mensch ist. Aber wie würde wohl Sonic aussehen, wenn er nicht nackt wäre? Ich dachte, jetzt kommt Sonic Boom. Na, dann mehr Kleidung an. Interessant. Tan. Alter, Eggman Echse. Wofür sammelt man Ringe? Nun ja, in den Spielen haben die Ringe einen ähnlichen Hintergrund wie die Münzen in Super Mario. Doch was die Lore betrifft. Nee, die Ringe sind die Energie. Die Münzen in Mario sind nicht die Energie. Was sie gemeinsam haben, für 100 gibt es ein Extra-Leben, ja. So sind die Ringe laut den Cartoons sogenannte Power Rings, mit denen Sonic sich einen, nun ja, Powerboost holen kann. Was ist das Ziel von Sonic? Das Ziel von Sonic ist es, Dr. Eggman zu stoppen, um die Welt zu retten. Also, naja, typischer Heldenkram eben. Ist Shadows. Ja, also Sonic hat kein Ziel, da will er einfach nur sein Leben chillen. Sonics Bruder? Nein. Um es schnellstmöglich zu erklären, wer oder was Shadow ist, der Wissenschaftler Gerald Robotnik wollte seine kranke Enkelin mit dem Namen Maria heilen und erhielt vom Präsidenten der Vereinigten Staaten. Jetzt holt er aus. Ist Shadow Sonics Bruder? Nein! Den Auftrag, das Projekt Shadow zu leiten, um die Unsterblichkeit zu erforschen. Nach vielen fehlgeschlagenen Experimenten, einschließlich des gigantischen Bio-Lizards, gelang es Gerald schließlich, Shadow the Hedgehog zu erschaffen, basierend auf einem alten Wandbild eines übermächtigen Igelwesens, welches er in einem alten Tempel entdeckte. Nun ja, und das ist die Entstehungsgeschichte von Shadow. Man hat zwar nicht nach der Erstehungsgeschichte gefragt, aber. Also ja. Nicht von mir, sondern von dem Shadow. Ich dachte schon. Ihr wisst schon. Seit wann gibt es Sonic? 1990. Sonics allererster Auftritt war im Jahr 1991. Was? Nein.
Nein. Sein erstes eigenes Spiel war 1990. Aber Sonic selbst ist schon in anderen Videospielen zu sehen gewesen. Und zwar, guck mal hier, also Wikipedia, alle Auftritte von Sonic. In Red Mobile. Als einziges. Dachte ich früher auch, dass Red Mobile 1991 erschienen ist, ist aber nicht. Außerdem ist er noch in Adventures of Quick and Silver und in Puzzle Construction aufgetreten, bevor sein eigenes Spiel erschien. Also, vielleicht war er zum ersten Mal spielbar in seinem eigenen Game. Und es war sein eigenes Spiel, aber danach wurde nicht gefragt. Wir hören uns nochmal den Satzbau an. Das ist Sonic. Sonics allererster Auftritt war im Jahr 1991. Sein allererster Auftritt war nicht nur sein. Ja, okay, ich bin ja auch ein Freak, ne? Ich geb's ja zu. Ich bin ja ein Freak, ist aber trotzdem nur. Was für ein Tier ist. Keiner mag Klugscheißer, es tut mir doch leid. Sonic. Sonic the Hedgehog ist ein Igel. Wie schnell ist eigentlich Sonic? Im offiziellen Sonic-Comic, als Sonic das erste Mal die Power-Sneaker. Das Gerät geht kaputt. Ausprobierte, konnte man eine Anzeige sehen, in der gemessen wurde, dass Sonic ganze 758 Meilen in der Stunde gelaufen ist. Nicht kam das entspricht hart. Knapp 1200 Kilometer die Stunde. Allerdings, da diese hier kaputt gegangen ist, kann man hiervon deutlich mehr ausgehen. Um ehrlich zu sagen, gibt es da später noch mehr Infos. Sind Sonic und... Ja, okay. Mario Feinde? Nein. Nintendo und Sega waren Feinde. Mario und Sonic nicht. Nicht wirklich. Also zwar waren Mario und Sonic in den 90er Jahren Rivalen, aber nie wirklich Feinde. Die haben sich nicht mal gekannt. Und mittlerweile kann man schon quasi davon sprechen, dass diese beiden Maskottchen schon echt gute Freunde geworden sind. Auch wenn sie sich immer noch ganz gerne miteinander messen. Wieso ist Sonic so beliebt? Ich denke, aufgrund der Ähnlichkeit zu Mario mit jedoch einer völlig eigenen Identität, der Lore, und dass Sonic kein Exklusivtitel ist, ist die Spielereihe ein Medium, welches eine sehr breite Zielgruppe anspricht. Ist schwierig, diese Frage zu beantworten. Wieso hat Tails zwei Schwänze? Also, das ist eigentlich recht einfach zu beantworten. Er wurde so geboren. Und wenn wir hier über das Spiel sprechen, nun ja, damit Tails fliegen kann. Aber tatsächlich wurde Tails aufgrund seiner zwei Schwänze damals sogar von anderen Kindern fertig gemacht. Somit kann man davon ausgehen, dass Tails zwei Schwänze vermutlich eine Art natürliche Mutation sind. Wieso wird Sonic... Gute Antwort. ...Sonic zu einem Ball? Sonics ikonische Ballform ist tatsächlich seine eigene erfundene Rollattacke. Denn bei dieser rollt sich Sonic zu einem... Rollattacke. Spin Attack. Oder Überschallangriff, aber ich mag die englische Bezeichnung lieber. Aber hier übersetzt das selbst, naja. Ball zusammen und nutzt dann seine Stacheln, um über Gegner zu rollen. Oder aber auch, wie wir in einigen Situationen sehen konnten, um auf gewissen Strecken einfach schneller zu sein. Hier ein Hinweis zum geheimen Fakt. Hat etwas mit Sonics Ursprung zu tun. Wer ist Super Sonic? Super Sonic ist nun ja die Superform von Sonic. Diese kann Sonic durch das Sammeln aller 7 Chaos Emeralds erlangen. Und hey, wo wir gerade schon dabei sind, wo ist eigentlich mein roter Chaos Emerald? Falls ihr den entdeckt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und der die erste von euch wird dann angepinnt. Wer sind Sonics Eltern? Super Sonic, also in den Comics gibt es auch eine Stelle, wo sich Super Sonic abspaltet von Sonic. Dann gibt es zwei verschiedene. Sonic und Super Sonic. Guck mal das. Warte, ich werde mal neu machen, weil wir sind bei 4,35. Hast du dich schon mal gefragt, wie Sonic so schnell... Und hier sind ein paar Videos, die mich echt nerven, die ich nicht die ganze Zeit sehen will. Das Firebro-Video gucken wir uns schon noch an. Aber hast du dich schon mal gefragt, wie... Das muss nicht die ganze Zeit hier der Adolf zu sehen sein. Hast du dich schon mal gefragt, wie Sonic... Unbehaglich. So. Besser, ich bin halt komisch. Angepinnt. Wer sind Sonics Eltern? Okay, Alina, aber wer ist der Vater? Tatsächlich ist das keine so leichte Antwort. Denn in den Spielen selbst werden Sonics Eltern niemals erwähnt oder gar angesprochen. Doch in den Comics sieht es ein wenig anders aus. Allerdings bei meiner Recherche stieß ich auf zwei mögliche Mütter von Sonic. Da wäre einmal Königin Arlene Hedgehog und Bernadetta Hedgehog. Und beide...
Bandetta, ist es aus IDW oder? Ja, Sonic Underground. Die suchen die Mutter und finden sie nicht, nur die Serie ist zu Ende. Sind technisch gesehen die Mütter von Sonic. Ach, und Sonics Vater ist Jules Hedgehog, der Ehemann von Bandetta. Der ist auch robotisiert, genauso wie Onkel Chuck, egal. Wie alt ist Sonic? Sonic soll laut Wiki... In der Anleitung von Sonic Heroes steht geschrieben, er ist 15. Fand ich schon immer albern, gibt den kein Alter. Die Seiten 15 Jahre alt sein. Allerdings, wenn wir dabei ausgehen, dass Sonic seit seinem ersten Auftritt gealtert wäre, dann wäre Sonic heutzutage knapp über 48 Jahre alt. Das ist so ein Quatsch, weil dieses Alter wurde ja nicht 1991 mit dem ersten Spiel festgelegt, sondern erst in den 2000ern. Und ich glaube auch wirklich nur in Sonic Heroes. Es ist albern, sich immer darauf zu beziehen. Und es ist noch alberner darauf, das Debüt von Sonic 1 seitdem als Autsch. Sind Sonic und Amy ein Paar? Nun, um ehrlich zu sein, weiß man es nicht so genau. Nein. Sie sind lost. Die haben bestimmt beidseitig Interesse, aber... sind halt lost. Sonics Beziehungen, also ein Paar sieht anders aus, werden nie so recht intensiv beschrieben oder erklärt. Wobei in dem Sonic-Manga von 1992 sind die, glaube ich, zusammen. Wobei Sonic da auch eine mehr gespaltene Persönlichkeit hat und irgendwie so. Daher denke ich, dass so ein alter Ego wie Donald Duck und Phantomias ist Sonic eigentlich manchmal so ein Nerd und manchmal dann der Held und Amy mag eigentlich nur die Heldenform und so. Bei dieser Frage. Und ja, da ist Amy debütiert, obwohl sie erst ein Jahr später in Sonic CD auftauchte. Jedem seine Fantasie gefragt ist. Sind Sonic und Knuckles verwandt? Nein. Auch wenn Knuckles und Sonic über die Zeit zu gut. Gut, das sind halt Fragen, die auf Google gestellt werden, was sie zu hören. Und Freunden wurden, sind diese beiden jedoch nicht miteinander verwandt. Was für ein Tier ist Knuckles? Knuckles ist ein Ameisenigel. Ich hab's zwar auch nicht auf dem ersten Blick erkannt. Ein Echidna. Und ein Echidna ist eine Form des Ameisenigels, nicht wahr? Aber es stimmt. Ist Shadow böse? Erinnert ihr euch noch? Nein. An die Entstehungsgeschichte von Shadow? Nun ja, hier ist die Fortsetzung. Die militärische Organisation GUN, oder G-U-N, G-U-N, die von den Vereinigten Staaten angeheuert wurden, Ich dachte, hier wäre was zu sehen. Ey, das gibt's doch nicht. Hätte irgendwie gesagt, er sucht seinen roten Chaos Emerald und ich dachte hier in diesem kurzen, ja, da wäre der Chaos Emerald zu sehen, so quasi im Video versteckt oder so. Aber ich sehe nicht. Das wäre ein cooles Versteck gewesen. Stimmt, die Raumstation töteten alle Wissenschaftler und nahm Gerald gefangen. Maria, die Enkelin von Gerald und gute Freundin von Shadow, wurde dabei tödlich verwundet, konnte aber Shadow in die Rettungskapsel bringen, bat ihm, der Menschheit eine Chance auf Glück zu geben. Kurz darauf wurde Gerald inhaftiert und entwickelte einen Racheplan gegen die Menschheit, nachdem er von Marias Tod erfuhr. Und 50 Jahre später weckt Dr. Eggman, Geralds Enkel, Shadow auf, um die Welt zu erobern. Doch auch wenn Shadow kurze Zeit mit Dr. Eggman versuchte, die Welt zu erobern, erinnerte sich Shadow schon bald an Marias Wunsch und hilft Sonic letztendlich die Erde. Das ist auch der rote Chaos Emerald, den wir gesucht haben. Ich hab ihn gefunden! Erde zu retten. Wieso ist eigentlich Dr. Eggman böse? Nun, auch wenn es noch nie bestätigt wurde, gab es einige Hinweise auf eine eher böse. Also ich definiere, das ist nicht Dr. Eggman, das ist Dr. Don't, den du da links siehst. Böse, ne? Er ist halt wahnsinnig und will die Welt erobern. Das hat nicht Auto, heißt nicht automatisch, dass er böse ist, ne? Göttliche Kindheit, welche wohl dazu geführt haben, dass Dr. Eggman die Welt erobern wollte. Zum Beispiel in Sonic Frontiers gibt es eine Voice-Memo, die uns einen Einblick in Dr. Eggmans Vergangenheit zeigt. Ich habe meine Cousine Maria nie wirklich gekannt. Alle sprachen von ihr, als wäre sie etwas ganz Besonderes.
weil diese Liebe für jemanden nicht mehr da ist. Während ich direkt hier bin. Also kann man sagen, ist Dr. Eggman in Wirklichkeit nicht böse, weil er böse ist, sondern weil er geliebt werden möchte. Und da er diese Liebe nie bekommen hat, er sie sich nun durch eine Weltherrschaft erzwingen möchte. Ich denke eher, dass Eggman immer genervt ist, dass seine Pläne durchkreuzt werden und das immer von demselben komischen blauen Igel. Welcher Sonic-Charakter ist der größte? Der größte Sonic-Charakter, den wir jemals gesehen haben, ist The End, welcher scheinbar ein ganzer Mond ist. Oder war. Außer wir reden hierbei von einem spielbaren Charakter, weil dann ist Big the Cat der größte mit ganzen 2 Metern. Interessante Wahl, The End. Und ein... Nicht jeder Himmelskörper ist automatisch ein Mond. The End wird von einem Mond dargestellt. Ja, der größte Sonic-Character ist vermutlich Solaris. Weil Solaris unendlich groß ist. Ne? Unendlichen Raum besitzt, oder? Was ist das meistverkaufteste Sonic-Spiel? Am meisten downgeloadet wurde Sonic Dash, aber verkauft, davon ist die Rede hier, Sonic 1 15 Millionen Mal. Auch wenn es sich hierbei um ein kostenloses Spiel handelt, ist Sonic Dash das meist gedownloadetste Sonic-Spiel. Aber es war nach Verkauf die Rede, nicht nach gedownloadet kostenlos. Mit weit über 500 Millionen Downloads. Was echt verdammt viele sind. Wie groß ist... Ja, aber du hast nach Verkauf gefragt. Sonic. Laut meiner Recherche wird Sonics Größe... 1,70. ...auf circa 1 Meter geschätzt. Oder, aber auch anders gesagt, ist Sonic genauso groß wie Mario. Wie heißt Sonic mit Nachnamen? Sonics voller Name lautet... Sonic Maurice, ja. Sonic Maurice the Hedgehog. Wie heißt Tails mit Namen? Das ist aber auch nur in einem Comic beiläufig erwähnt worden und kann nicht als Lore-Fest für das gesamte Sonic-Universum gelten. Das ist in einem Comic nebenbei sagst, übrigens, mein zweiter Vorname ist Maurice, aber sag's keinem. So, das ist, wenn ich jetzt irgendwie, wenn irgendein Entwickler in irgendeinem Sonic-Spiel mal was einbaut und dann kann es nicht komplett für alles gelten, so, weißt du, was ich meine? Ach, na, Tails voller Name. Miles Tails Brower. Lautet Miles Tails Brower. Ist Sonic schneller als The Flash? Laut dem YouTuber Denko erreicht Sonic im Film Sonic the Hedgehog 2 in einer Szene, als er zwischen dem Staat Montana und dem Pazifischen Ozean hin und her läuft, eine maximale Geschwindigkeit von 1,6 Millionen km/h. Was echt verdammt beeindruckend ist. Falls es stimmen sollte. Allerdings, als The Flash mit Hilfe von Lichtgeschwindigkeit das Raum-Zeit-Kontinuum zurückdreht, soll er laut Denko eine Geschwindigkeit von über 1 Milliarde km/h erreicht haben. Also, ich denke, damit sollte die Frage geklärt sein. Albern. Geht um eine wichtige Entscheidung. Wir sind später wieder. Was ist das schwerste Sonic-Level? Das schwerste Sonic-Level ist laut WatchMojo die Labyrinth-Zone aus Sonic 1. Aber was hättet ihr gesagt? Woher kommt... Was? Die Labyrinth-Zone aus Sonic 1. Wisst ihr, alleine in Sonic 1, wenn jetzt die riesige gewesen wäre, nicht das schwerste aller Sonic-Level, sondern das schwerste Sonic-Level in Sonic 1, 16-Bit, hätte man immer noch sagen können, ja, dann vielleicht. Aber nein, selbst die Scrap-Brain-Zone ist natürlich schwieriger als die Labyrinth-Zone. WatchMojo, was haben die denn gemacht? Sind die eine zuverlässige Quelle? Was ein Quatsch. Klar, es hat viele Spieler gestoppt, die Labyrinth-Zone, aber ja. Ich werfe Eggman Land in den Raum, ich werfe, weiß nicht, Death Egg aus Sonic und Knuckles in den Raum, ich werfe, ja, keine Ahnung, schwerste Sonic, da müssen wir sich mal intensiv Gedanken machen. Aber was hättet ihr gesagt? Die nicht. Woher kommt der Name Sonic? Der Name Sonic stammt tatsächlich aus dem Lateinischen und bedeutet Schallgeschwindigkeit, was echt verdammt cool ist. Was mit Lateinischen? So Englisch. Was isst Sonic am liebsten? Also laut Information soll Sonics Leibspeise Chili Dogs sein. Auch wenn ich persönlich glaube, dass es eher Honey Loops sind. Versteht ihr? Wegen den Ringen. Weil die sehen ja aus wie Honey Loops. No. Ich muss aber auch sagen, die Chili Dogs waren auch erst lange Zeit nur in Sonic the Eagle, Adventures of Sonic the Hedgehog, Canon.
Die wurde aber später, ne, ich habe mich ziemlich gefreut, dass in Sonic und der Schwarze Ritter man Sonic mit dem Chili Dog sieht oder auch in Generations dann. Es wurde also wirklich jetzt gefestigt und ja, Serien und medienübergreifend, dass Sonics Leibspeise Chili Dogs sind. Wobei scharfe Hotdogs ich nicht persönlich essen würde. Ich? Okay. Wie viele Sonic-Spiele gibt es? Genau sagen kann ich das leider nicht, aber laut meiner Recherche sollen es schon weit über 100 verschiedene Spiele sein. Ich kann dir das genau sagen. Dazu gehst du hier auf die Liste der Sonic the Hedgehog-Spiele auf Wikipedia. Derzeit zählt, groß hier, derzeit zählt die Serie insgesamt 410 Videospielveröffentlichungen und angekündigte Sonic-Spiele für 50 verschiedene Videospielplattformen sowie 35 Bundles und 193 Gastauftritte in anderen Videospielen, die nachfolgend aufgeführt sind. Zum Nachzählen. Was ist das beliebteste Sonic-Spiel? Sonic, ja, dein Punkt, ne? Wenn du so willst. Theoretisch könnten wir hier wieder mal Sonic Dash aufzählen, aber ich denke, der wirkliche Fan-Favorite ist entweder Sonic Frontiers oder Sonic Mania. Mania mehr als Frontiers? Lieblings-Sonic-Spiel von den meisten Leuten. Sonic 2 ist nominiert. Sonic Adventure 2. Sonic Generations hat viele Fans eigentlich. Und Mania noch. Aber Frontiers ist sehr umstritten. Mm-mm. Allerdings würde ich mich da nicht so festlegen. Was würdet ihr sagen? Was ist das bekannteste Sonic-Lied? Das wohl bekannteste Sonic-Lied ist der Green Hill Zone-Theme. Aber wenn die gegoogelt haben nach Lied, meinen die vielleicht eher die Lieder wie Live and Learn oder Open Your Heart. Soundtrack. Dann ist wahrscheinlich die Green Hill das Opening oder Green Hill? Schwierig. Früher hatte ich gesagt das Opening, weil es auch in vielen anderen Medien benutzt wurde. Ne, in der Serie und sowas oder Andeutung oder Smash-Gastauftritte. Aber heutzutage ist so oft Green Hill wiedergekommen, dass es vielleicht heute Green Hill ist. Ich meine, hör selbst. Schon mal gehört, ja. Wieso trägt Sonic aber Handschuhe? Ehrlich gesagt hat der Grund etwas mit Cartoons zu tun. Denn die damals in den 1900ern trug so alle. Ziemlich jede Cartoon-Figur diese weißen Handschuhe. So zum Beispiel mit wohl am bekanntesten Mickey. Der Grund hierfür war, dass man in der Schwarz-Weiß-Ära sonst die Handgesten nicht so gut nachvollziehen konnte. Und auch wenn dies bei Sonic schon kein Problem mehr sein sollte, wurden die weißen Handschuhe zu einem ikonischen Merkmal für tierische Cartoon-Figuren. Wer hat eigentlich Sonic erfunden? Naoto Oshima, wenn du so willst. Die Erfinder der Sonic-Serie sind Yuji Naka und Naoto Oshima. Yuji Naka war hauptverantwortlich für das erste Sonic-Spiel und als Kopf des Sonic-Teams hat er sich um das Spiel gekümmert. Aber die Frage war, wer Sonic erfunden hat. Und das war Naoto Oshima, das war der Character-Designer. Was ist der schnellste? Gibt doch Leute, die sagen, oh, ich habe den Character entwickelt, aber lass ich nicht durchgehen. Der schnellste Sonic Speedrun in was? Sonic Speedrun. Der meines Wissens nach aktuell schnellste Sonic Speedrun liegt bei 8 Minuten und 36 Sekunden. Hey, was haltet ihr von einer kleinen Wette? Wenn ich den 100-Meter-Lauf in weniger als 10 Sekunden schaffe, musst du abonnieren. Wenn ich mitmache, bekommt einen Pickel auf den Po. Los! Das ist jetzt ein bisschen random. Wie, der schnellste Sonic Speedrun ist 8 Minuten 36 und hier ist ein Sonic 3 Speedrun and Knuckles, der über 30 Minuten geht. Hä? In was? Was für eine Kategorie? Glitchless? Nicht Glitchless? Sonic 1? Sonic 2? THS? Okay, ich habe keine Infos. Und 36 Sekunden. Was ist das für eine Antwort? Hey, was haltet ihr von einer kleinen Wette? Wenn ich den 100-Meter-Lauf in weniger als 10 Sekunden schaffe, musst du abonnieren. Wenn ich mitmache, bekommt einen Pickel auf den Po. Los! Ja, komm schon. Ja, ich hab's geschafft. 9 Sekunden. Kann Sonic die Zeit anhalten? Ja. Also sehen konnten wir das im Sonic-Film, als Sonic zum Beispiel seelenruhig in einem Barkampf ein paar Fallen aufstellte. Auf welchem Planeten lebt... Okay, wir brechen ab. Ich weiß jetzt nicht mehr hundertprozentig, aber es war doch so, dass es das zeigt... Guck mal, Sonic bewegt sich ja so schnell, du siehst ihn ja... Bam, 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 bam. Und das sollte quasi zeigen, der hat sich ja so schnell bewegt,
dass er das alles gemacht hat, während die Menschen nichts wahrgenommen haben. Also du siehst es aus Sonics Perspektive, aus Sonics Schnelligkeit, aus Sonics Gegenwart, verstehst du? Und der hat nicht die Zeit angehalten, sondern es wurde so symbolisiert, dass er so schnell ist, dass die anderen das nicht mitkriegen. Sonic kann Chaos Control einsetzen. Damit könnte er die Zeit anhalten. Er benutzt es kaum. So wie Shadow. Also Shadow nutzt es deutlich häufiger. Sonic die Zeit anhalten? Ja! Also sehen konnten wir das im... Aber das hier als Argument zu prägen, Bruder, hast du fehlinterpretiert. Im Sonic-Film, als Sonic zum Beispiel... Ich bin mir sicher, er hat die Antwort nur gegoogelt, ne? Aber kannst doch Google nicht immer vertrauen. Das ist doch... ...seelenruhig in einem Barkampf ein paar Fallen aufstellte. Auf welchem Planeten leben die ganzen Sonic-Charaktere? Die Sonic-Charaktere leben hauptsächlich auf dem Planeten Möbius. Möbius. Weiter. Ist das richtig? Möbius? Mobius? Welcher stark der Erde gleicht? Wie ist die Verbindung zwischen Black... Der Planet Mobius ist in erster Linie vertreten in Sonic the Eagle, die Zeichentrickserie von 93. Ich glaube, außerhalb gar nicht... Ja, vielleicht in Dr. Robotnik's Meme Beam Machine sowas mal erwähnt. Aber in den meisten Spielen spielt er auf der Erde. Dr. Eggman kommt ja auch von der Erde, was Sonic X relativ gut zu versucht zu erklären... Und die meisten Spiele sind halt auf der Erde. Ne? Sogar Sonic Lost World, was aussieht wie die alte Welt, quasi wie Mobius, ist ja nur ein Teil der Hexaglobus auf der Erde. Deswegen kommt aufs Medium an, aber meistens ist es die Erde. Oder man sagt, die Welt von Sonic. Ich glaube, auch in den Kinofilmen sagt man nicht Mobius. Mobius? Weil dabei ist es meine Kindheit gewesen, Sonic the Eagle, versteht ihr? Ich habe das für bare Münze genommen damals. Aber ich lag halt falsch. Sicher stark der Erde gleich. Wie ist die Verbindung zwischen Black Doom und Shadow? Nun ja, kurz gesagt ist Black Doom Shadows genetischer Vater. Von wem wurde Sonic inspiriert? Aus dem Blut hergestellt. Ich denke, dass Sonic sich von vielen Franchises inspirieren ließ. Somit einerseits von Mario, Cartoons und sehr viel von Dragon Ball. Das ist wahr. Ne? Silver ist Trunks und Shadow ist Vegeta und... alles. Hat Sonic eine stärkere Form als Super Sonic? Meint er Hypersonic? Darkspine Sonic? Meint er Excalibur Sonic? Ja, und zwar nennt sich diese Hypersonic. Was der Unterschied ist, fragst du dich? Nun ja, also da wäre einmal, dass Hypersonic nur entstehen kann mit Hilfe der Super Emeralds, welche in einer alternativen Dimension vorkommen. Und neben allem, was Super Sonic kann, einfach stärker, besser. Ist Sonic 3 Knuckles die alternative Dimension? Und cooler ist. Ach, und er kann schwimmen. Das ist übrigens nur ein Hack oder eine Mod von Sonic Frontiers, dass du hier Hypersonic spielen kannst. Im originalen Sonic Frontiers kommt das so nicht vor. Es kommt eigentlich offiziell nur in Sonic 3 and Knuckles vor. Mhm. Denn nur da gibt's die Super Emeralds. Es gibt in Sonic Mania Replikate der Super Emeralds, aber die sind nicht echt. Kann einfach stärker, besser... und cooler ist. Ach, und er kann schwimmen. Wie viel ist... Kann er nicht. Er singt... Hypersonic singt im Wasser genauso wie Supersonic und der normale. Er kann sich besser fortbewegen, aber er kann nicht schwimmen. Sonic-Filme gibt es. Aktuell gibt es 2 Sonic-Filme. Den von 1996, den vergessen wir einfach. Der 1996 Kinofilm, der ist verjährt. So weit können die Menschheit ja gar nicht zurückdenken. Doch der dritte scheint schon im Dezember diesen Jahres rauszukommen. Wir gucken nochmal auf die Wortwahl, ne? Ach, und er... Wenn er sagt Kinofilme, dann gab es bisher nur 2 und der dritte kommt. Aber er sagte doch Filme, oder? Kann schwimmen. Wie viele Sonic-Filme gibt es? Aktuell gibt es 2 Sonic-Filme. Doch der... Eigentlich ist der Sonic-Film 1996 in Japan sogar 2 Filme in einem gewesen. Streng genommen gibt es jetzt also schon 4 Filme. Ja, wenn man die 2 einzelnen und die zusammengefügte Version nimmt, gibt es sogar schon 5 Sonic-Filme. Aber nur die 2 waren bisher im Kino. Der dritte scheint schon im Dezember diesen Jahres rauszukommen. Und sofern jemand das Video sieht, nachdem der Film schon rauskam, wie war er? Wer ist Metal Sonic? Metal Sonic ist ein böser Roboter-Doppelgänger von Sonic, erschaffen von Dr. Eggman. Naja, wem auch. Sonic ist nicht den, für wen du ihn hältst. Metal Sonic, meine Freunde. Chaos Kontrolle, sag ich da.
Gibt es eine Timeline in Sonic? Ja, die gibt es. Und um sie euch vielleicht einmal kurz zu erklären. Es gibt sie nicht offiziell. Es gibt sie fanmade. Wollte Reed nicht mal ein Timeline-Video machen? Sonic 1. Sonic kämpft gegen Dr. Eggman, um die Chaos Emeralds zu sammeln und die Tiere zu befreien, die Dr. Eggman in seinem Roboter gefangen hält. Denn Eggman hat in der Green Hill Zone seine erste Basis errichtet und plant eine Bedrohung für die In der Green Hill Zone seine erste Basis errichtet. Nein, das ist die Scrap Brain Zone. Beide befinden sich auf Southern Island, aber er hat niemals eine Basis in der Green Hill Zone gehabt. Ganze Welt darzustellen. Sonic besiegt Eggman und befreit die Chaos Emeralds, die ihm helfen, Welt darzustellen. Sonic besiegt Eggman. Da ist übrigens auch ein roter Chaos Emerald. Ich habe schon zweimal gefunden. Und befreit die Chaos Emeralds, die ihm helfen, Eggmans finstere Pläne zu vereiteln. Sonic 2. Sonic erhält Unterstützung von Tails, einem neugierigen und flugfähigen Fuchs, der sein Freund und Partner wird. Gemeinsam kämpfen sie gegen Eggman, der erneut versucht, die Chaos Will er jetzt jedes Sonic-Spiel die Story erklären? Chaos Emeralds zu sammeln, um seine neue Todesmaschine, das Death Egg, zu aktivieren. Merkwürdiger Name. Sonic kann sich durch die gesammelten Chaos Emeralds in Super Sonic verwandeln und besiegt Eggman. Das Death Egg wird zerstört und die Welt ist vorerst wieder gerettet. Sonic 3 und Knuckles. Dr. Eggman hat sein Da ist übrigens der rote Chaos Emerald schon wieder. Death Egg erneut repariert und ist damit auf der Floating Island abgestürzt. Die Insel heißt Angel Island, sie floatet zwar und im Englischen sagt man, the island is floating, ja, aber das heißt nicht, dass die Insel so heißt. Sonic und Tails arbeiten zusammen, um die Insel zu retten und entdecken, dass Knuckles, der Wächter der Insel, von Eggman getäuscht wurde. Nach einer Reihe von Kämpfen, in denen Sonic seine Superform eingesetzt hat, besiegt er wieder mal Eggman. Das ist die Hyperform. Die Chaos Emeralds werden zurückgegeben und die Floating Island wird wieder stabilisiert. Sonic Adventure. Stabilisiert. Angel Island hebt sich wieder zurück in die Lüfte. In diesem 3D-Abenteuer wird Sonic mit Chaos konfrontiert. Einer Kreatur Chaos. Aus purer Energie, die von Eggman entfesselt wurde, um Chaos Emeralds zu sammeln und die Stadt Station Square zu zerstören. Während des Spiels sammelt Sonic die Chaos Emeralds, verwandelt sich erneut in Super Sonic und besiegt Perfect Chaos in einem epischen Kampf, der Station Square rettet. Sonic Adventure Station Square liegt in Schutt und Asche. Adventure 2. Die Geschichte offenbart die Vergangenheit von Shadow und die Zerstörung des Space Colony Arc. Sonic und Shadow arbeiten zusammen, um den bedrohenden Weltuntergang zu verhindern. Erst ganz am Ende. Beide verwandeln sich in ihre Superformen, um die katastrophalen Pläne von Eggman ein weiteres Mal zu vereiteln. Und die Station Arc vor dem Absturz auf die Erde. Space Colony Arc. Erde zu stoppen. Sonic Heroes. In diesem teambasierten Abenteuer treten Der macht das wirklich, ne? Er erzählt mir jetzt aus jedem Main-Sonic-Spiel. Der Witz hinter der Timeline ist ja, nicht jedes Spiel hintereinander abzufrühstücken, sondern dass es eben Teile gibt, die du dazwischen anordnen musst. So musst du zum Beispiel Tails Adventure vorher spielen. Ja, sonst hat Sonic, ja, sonst hat die Timeline gar nicht. Sonic Timeline macht wenig Sinn, weil sie ja eigentlich eindeutig ist, bis auf ein paar wenige Ausnahmen, die man irgendwie dazwischen quetschen müsste, damit sie passen. Vier Teams gegen Eggman an und entdecken, dass Metal Sonic, eine von Eggman erschaffene Maschine, die wahre Bedrohung hinter den jüngsten Ereignissen. Das ist der rote Chaos Emerald. Ist. Shadow the Hedgehog. Shadow sucht nach seiner Vergangenheit und muss sich entscheiden, ob er der Held, Bösewicht oder neutral bleibt. In dieser Geschichte kämpft er gegen Black Doom, den Anführer der Black Arms, die die Erde. Er hat doch gerade gesagt, dass er sich entscheiden soll. Er kann sich auch für Black Doom entscheiden. Der Bedrohung. Schließlich besiegt Shadow Black Doom und zerstört die Black Comet. Das ist übrigens der rote Chaos Emerald zum vierten Mal. Comet, um die Erde vor der Zerstörung zu bewahren. Sonic 2006. In diesem Spiel dreht sich alles um Zeitreisen und Dimensionen. Also hier wird's ein bisschen kompliziert. Sonic und seine Freunde kämpfen gegen Solaris, eine mächtige Entität, die das Raum-Zeit-Kontinuum bedroht. Die Ereignisse des Spiels führen dazu, dass die gesamte Handlung ungeschehen gemacht wird, was die Zeitlinie komplett neu gestaltet und die vorherigen Ereignisse rückgängig gemacht werden. Sonic Unleashed. Dr. Eggman zerstört die Erde, um Dark Gaia zu entfesseln. Zerstört die Erde? Eine uralte Das ist der rote Chaos Emerald. Zerstörerische Kraft. Sonic wird durch eine mysteriöse Energie in eine Art Werwolf-Igel verwandelt. Eine Mischung aus Wolf und Igel. Und da wohl nur die Inspiration herkam.
Und mit Hilfe von Chip, einer Lichtgeier-Kreatur. Ich weiß nicht, ob Sonic Unleashed sich von Zelda Twilight Princess hat inspirieren lassen. Denn die liegen ja auch nur, naja, immerhin nur 2 Jahre auseinander. Also was ich damit sagen möchte, vielleicht. Ja, aber eigentlich muss man mal ein bisschen länger als 1-2 Jahre sich schon überlegen, was das Spiel überhaupt werden soll. Eine Art Werwolf-Igel verwandelt. Eine Mischung aus Wolf und Igel. Und da wohl nur die Inspiration herkam. Und mit Hilfe von Chip, einer Lichtgeier-Kreatur, kämpft Sonic gegen Dark Gaia und seine finsteren Kräfte, um die Erde zu retten und um in seine ursprüngliche Form wiederzukommen. Sonic Er kommt immer in seine ursprüngliche Form zurück, jeden Tag. Alas. Eggman baut einen interstellaren Freizeitpark namens Eggman Land und plant, die Energie der Wisps, außerirdische Wesen, zu nutzen, um seine finsteren Pläne umzusetzen. Sonic unterstützt... Gibt es eine Timeline? Ja. Also nicht offiziell, aber man kann eine machen. Punkt. ...von seinen Freunden durchkreuzt Eggmans Pläne, zerstört die Maschinen, die die Wisps ausbeuten und rettet sie vor der Ausbeutung. Sonic Frontiers. Sonic, Tails und Amy reisen zu den geheimnisvollen Starfall Islands auf der Suche nach den Chaos Emeralds. Jetzt hat er ein paar. Jetzt wurde es ihm doch zu viel und nach Sonic Colors kommt jetzt Sonic Frontiers. Und Generations Lost World Boom Forces lassen wir aus auf jeden Fall. Amy reisen zu den geheimnisvollen Dann hättest du noch lassen können. Starfall Islands auf der Suche nach den Chaos Emeralds. Während ihrer Erkundung wird Sonic in das mysteriöse digitale Reich namens Cyberspace gezogen. Und um seine Freunde zu retten und die Geheimnisse der antiken Technologie zu lüften, kämpft Sonic gegen gigantische Feinde und entdeckt die wahre Bedrohung hinter den Inseln. Nun ja, und das ist eben die Kurzfassung der Sonic Timeline. Ist jeder mitgekommen? Wie heißt Amy mit Nachnamen? Rose. Amys voller Name lautet Amy Rose. Ist Sonic aus Japan? Ja. Ja, Sonic wurde von Sega, einem japanischen Unternehmen, erschaffen und kommt daher technisch gesehen aus Japan. Aber wohnt er nicht in Japan? Denn wo wohnt Sonic? Laut dem Sonic-Film lebt Sonic in der Kleinstadt Green Hills in Montana. Das hat aber mit dem IDW-Haus hier nichts zu tun, sondern Green Hills ist die fiktive Stadt, in der sich der Sonic-Kinofilm ereignet. Wie entstand eigentlich Dark Sonic? Kurz gesagt, der ist auch aus den neuen Comics, ne? Nicht Dark Spine Sonic, Dark Sonic, der negative Energie der Chaos Emeralds. Entstand Dark Sonic durch Fake Emeralds, die in Kombination mit Sonics Wut und Verzweiflung ihn verwandelt. Diese Comics habe ich tatsächlich noch nicht gelesen. Die kommen jetzt aber auch erst auf Deutsch raus. Wie viele Chaos Emeralds gibt es? Es gibt insgesamt 7 Chaos Emeralds. Hier hat er den roten Chaos Emerald ausgegraut, dabei war er schon 4-mal zu sehen. Und ich hatte mal alle, aber der rote fehlt mir irgendwie. Habt ihr ihn schon gefunden? 4-mal. Es gibt auch den Fake Chaos Emerald, es gibt auch die Super Emeralds, aber gut, kann man zählen oder kann man nicht zählen lassen. Wer ist Blaze the Cat? Blaze the Cat ist eine Heldin aus einer alternativen Welt, die als Soll-Dimension bekannt ist. Mal eine alternative Dimension, mal ist die Zukunft. Man nimmt an, dass man fälschlicherweise annimmt, das wäre eine falsche Dimension, dass es immer die Zukunft ist. Nur, dass sie in manchen Spielen halt nicht wahrnehmen, dass es die Zukunft ist und sagen deswegen alternative Dimension. Wo sie die königliche Prinzessin des Soll-Imperiums ist. Wie viel Geld hat der Erfinder von Sonic? Kommt es darauf an, über wen wir sprechen. Naoto Oshima, der für die Kunst hinter Sonic verantwortlich war, hat laut verschiedenen Wiki-Seiten ein Vermögen von zwischen 1 bis 5 Millionen US-Dollar. Allerdings gehe ich persönlich von mehr aus. Und Yuji Naka, der eigentliche Entwickler und Programmierer der Spiele... hier wird's etwas kompliziert. Geldstrafe von 172 Millionen Yen. Oh shit. Was sind die Unterschiede zwischen... Was interessiert mich, wie viel Geld Naoto Oshima auf dem Konto hat? Hä? Sonic und Shadow. Sonic ist optimistischer und schneller, während Shadow eher ernster und aber auch kräftiger ist. Wer ist der schnell... Warum ist er kräftiger? ...schnellste Sonic-Charakter? Du wirst es jetzt vermutlich kaum glauben, aber Sonic. Ja, Super Sonic, Hyper Sonic. Wer hätte das gedacht? Was ist der seltenste Sonic-Fanartikel? Der wahrscheinlich seltenste Sonic-Fanartikel ist das Sonic Adventure LCD-Spiel, welches damals in Zusammenarbeit mit der Firma Tiger verkauft wurde. Und inklusive Joystick. Was ist das berühmteste Zitat von Sonic? Nun, es ist... You're too slow.
Schwer zu sagen, welches Zitat genau das berühmteste ist, da es so unglaublich viele gibt, aber laut meiner Recherche fand ich dieses hier. Time to scramble some Eggman, Supersonic Style. Es hat einen Satz, der in Sonic Generations fällt und sonst nie wieder. Also in Sonic der Irre Igel früher hat er gesagt, ich warte, das ist immer schnell gerannt und die anderen sind hinterher. Das war immer vorne. Mehrmals in jeder Folge hat er gesagt, ich warte. Aber ich habe ja gesagt, you're too slow. Was eigentlich auch sich nur bezieht auf Smash, ne? Glaub mir, die deutsche Übersetzung willst du nicht funken. Zeit für Dr. Rührei à la Super Sonic. Wenn Igel Bären mögen, mögen sie auch. Was ist Sonics Lieblingsbeschäftigung neben schnell laufen? Ich denke, dass Sonic jemand ist, der ebenfalls gerne das ein oder andere gute Videospiel spielt. Oder einfach gar nichts tut. Aber was denkst du? Gibt es Sonic Lego Sets? Ja! Und darüber hinaus soll auch im Spiel Sonic Superstars noch ein Lego DLC rauskommen. Was echt verdammt cool aussieht. Was ist Sonics größte Rauskommen? Den gab es schon Tag 1, aber es ist nur ein Character Pack. Also. Schwäche. Sonic. Es gibt in Lego Dimensions ein Sonic Pack, sagen wir es so. Größte Schwäche, Schwimmen. Sonics größte Schwäche ist Wasser. Weil Wasser. Er nicht schwimmen kann. Wer ist E123 Omega? E123 Omega. E123. ist ein Roboter, der von Kannst auch 123 sagen. Man entwickelt wurde und sich mit Shadow und Rogue verbündet hat. Gibt Rogue. Kannst auch Rouge sagen. Ist Sonic Manga? Ja. Allerdings, soweit ich weiß, lediglich in Japan. Aber schaut euch mal, wie cool die aussehen. Wieso taucht Sonic in Mario-Spielen auf? Die einfache Antwort, sie sind nun Freunde. In den 90er Jahren waren Sonic und Mario starke Rivalen auf dem Spielemarkt, aber mit der Zeit hat sich dieser Markt verändert. Wo denn sonst? Und die beiden Firmen sind aufeinander zugegangen. Und so begannen die ersten Kollaborationen zwischen Sonic und Mario. Naja, oder besser gesagt, startete diese im Jahr 2007. Mit dem Titel. Ich verstehe nicht, warum jemand, der sich null mit Sonic auseinandergesetzt hat. Oder was heißt null? Aber Rogue statt Rouge und so, das zeigt ja niemals irgendwas ernsthaft gespielt. So, ach, warum machst du so ein Video und willst den Leuten was erzählen, ne? Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen. Und warum ausgerechnet die Olympischen Spiele? Nun ja, das sollte eine kleine Erinnerung an ihre damalige Rivalität darstellen, in der beide Spiele versuchten, die jeweils andere zu übertrumpfen. Eigentlich soll es eher so zeigen, ne, Sport, Fairness, man gibt sich die Hand, die Stars und so machen sogar die schlimmsten Rivalen, Mario und Sonic, selbst die geben sich sportlich die Hand und tragen ihre Wettbewerbe auf fairem Grund aus, etc. Wieso heißt Dr. Robotnik Eggman? Spitzname, benannt von. Ich habe einen Short gemacht, einen YouTube-Shorts und so viele haben, also gut, 2-3 Leute haben geschrieben, ich dachte, Eggman ist eher so ein Spitzname. Habe ich doch gesagt. Ich habe gesagt, Dr. Ivo Robotnik ist, wie es im Personalausweis steht und Eggman ist ein Spitzname. Ja, aber der taucht seit Sonic Adventure auf in der Form. Weil normalerweise in Japan war er schon seit Sonic 1 der Name. Mein Gott, seit Sonic Adventure ist er der Spitzname, der Rufname. Der bezeichnet sich selber so. Ach halt. Dr. Robot? Ist nicht gut, das Video ist so nicht gut für mein Herz, ehrlich. Robotnik, bekannt als Eggman in Japan, wurde ursprünglich als Dr. Robotnik in westlichen Märkten eingeführt. Ja. Der Name Eggman bezieht sich auf sein eiförmiges Design und wurde seit den 2000er Jahren als seinen neuen Namen festgelegt, um für weniger Verwirrung zu sorgen. Aber anders könnte man auch quasi sagen, dass Eggman sich selbst den Namen Eggman gab, wenn man bedenkt, dass er seine Erfindung auch meistens mit dem Namen Egg schmückt. Gibt es Sonic-Spiele ohne Sonic? Ja, darunter Knuckles, Chaotix. Freunde, gute. Ach, ich kann das nicht. Chaotix, ne? Das heißt Chaotix und Sonic ist in dem Spiel. Er hat nicht gesagt, ob er spielbar ist. Sonic taucht in den Credits auf. Ich glaube sogar nur, wenn du ihn 100% hast. Ne? Pass auf. Knuckles, Chaotix, Sonic. Sieht man das? So. Das sind die Credits. Die sind offiziell. Das da sind die Credits. Hier ist Sonic und Knuckles, Chaotix. Geklärt, ne? Dr. Robotniks Mean Bean Machine. Das ist richtig, da taucht kein Sonic auf. Tails Adventure. Tails Adventure und Amy's Arcade. Aber bestimmt gibt es da noch viele weitere.
Amy's Arcade? Was? Das ist Sonic the Fighters. Sonic Championships. Auch dass hier Rosie the Roskull steht und der Grafikstil und die Polygone zeigen, dass es Sonic the Fighters ist. Was ist Amy's Arcade? Was ist das? Das ist kein Spiel. Es gibt auch viele Sonic Mobile Spiele vom Sonic Café, die wiederum, ich habe hier die Liste der Sonic Spiele, das sind die Gastauftritte. So, pass mal auf. Und da gibt es das, die Sonic Café Spiele. Da gibt es einige, das könnte ich euch jetzt nicht mal sagen, in denen Sonic auch nicht auftaucht. Zum Beispiel in dem Chao-Spiel, Dr. Eggman's Number Guess Panic. Das sind halt wirklich so alte, wenn ich euch das mal zeigen darf. Zap, zap. Ne, das sieht dann, vielleicht taucht er auf, weil hier sehe ich ja auch Tails irgendwie. Ne? Da kann es sein, dass in irgendeinem Mobile-Spiel von damals tatsächlich auch, ich glaube in Shadow hier, das da ist ein Kartenspiel mit Amy. Pass auf. Das könnten auch noch Spiele sein, in denen ja gut, da sieht man aber auch andere Charaktere. Das wüsste ich jetzt aber nicht aus dem Stegreif, sag ich dir, wie es ist. Das müsste ich nachschauen. Shadow Shoot ist, glaube ich, ein Spiel ohne Sonic. Das krieg ich nicht mal, ne? Doch, hier. Das ist nicht offiziell. Das ist Shadow Shoot. So sieht das Spiel aus. Ich glaube, da taucht Sonic nicht auf. Aber Knuckles Curtix taucht auf. Und Amy's Arcade. Ja, Sonic the Fighters ist ein Arcade-Spiel. Hast du schon abonniert? Hast du? Du hast doch nicht etwa unsere Wette vergessen, oder? Wie alt ist Dr. Eggman? Dr. Eggman soll laut Wiki-Seiten 50 Jahre alt sein. Allerdings, wenn wir da... Es gibt eine Konzeptzeichnung zu Sonic CD, da ist er 1930 geboren. Pass auf. Wie gut, dass wir Wikipedia haben, ne? Und auf Dr. Eggman gehen können. Das hätte man ja auch mal machen können, vielleicht. Warte. Finde ich noch auf die Schnelle. Okay. Aha. Laut einer Konzeptzeichnung für Sonic CD soll er im Jahre 1931 geboren sein, was aber nie bestätigt wurde. Mehr Angaben gibt's nicht. Dabei ausgehen, dass Dr. Eggman seit... Könnt's auch nicht mehr machen, dann wäre er langsam 90 und so und deswegen ist es outdated. Wenn im ersten Auftritt gealtert wäre, dann wäre Dr. Eggman heutzutage knapp über 83 Jahre alt. Dieses, seit dem ersten Auftritt sind mal 30 Jahre draufgerechnet. Warum macht er das? Das ist so sinnlos. Uff, wer ist der grüne Sonic? Ach, er meint Scourge. Ich dachte an Manic. Die meisten werden wohl Manic aus Sonic Underground kennen. Das ist er hier, aus der Serie. Und das ist Scourge. Scourge the Hedgehog. Der taucht auch in den neuesten Sonic Comics auf, ne? Es gibt aber noch Irish the Hedgehog. Und der ist auch von dem Sonic Social Media Team, das Fake. Ich glaube, das ist die einzige offizielle Art, was es gibt. Für den St. Patrick's Day. Also drei grüne Sonics. Das hier ist nicht wirklich Sonic, sondern Scourge. Scourge ist eine Art... Da weiß ich nicht, ob er Scourge oder Scourge ausgesprochen wird. Anti-Sonic, der aus einer anderen Dimension stammt. Und tatsächlich war dieser ursprünglich auch mal blau. Allerdings aufgrund eines Vorfalls mit einem Chaos Emerald oder so, durch den Scourge auch die... Ey, die neuesten Comics von Ian Flynn und Tyson Hesse als Zeichner, die sind interessant, die sind wild, aber die habe ich noch vor mir. Die sind aber auf jeden Fall für die Spiele nicht Canon. Oder noch nicht. Ian Flynn hat ja mitgeschrieben an der Story für Sonic Frontiers. Diese Namen erhielt, färbte sich sein Fell grün. Kann Sonic fliegen? Also theoretisch gesehen könnte Sonic fliegen,
wenn man dabei seine Geschwindigkeit bedenkt. Allerdings denke ich, wäre dies mehr eine Art Gleiten, da Sonic keine Möglichkeit hätte, sich in der Luft noch weiter voranzutreiben. Also kann er nicht fliegen. Als Super Sonic kann er fliegen durchs Weltall. Ist der stärkste in Sonic. Der wahrscheinlich stärkste Charakter in der Sonic-Serie ist Mephiles. Nicht Mephiles. Googelt nicht Mephiles. Ich habe so schlimme Sachen gesehen. Meinst du Syphilis? Er kann die Zeit und Dimension manipulieren, was ihm nahezu unbegrenzte Macht verleiht, seine Unsterblichkeit und Regeneration. Ja, aber guck mal, Mephiles fusioniert ja in Sonic 06, dem einzigen Spiel, wo er auftritt, mit Iblis zu Solaris. Also alleine seine Solaris-Form ist ja viel mächtiger. Und würde ich auch als mächtiger bezeichnen. Ansonsten haben wir noch die Ant. Die Ant ist ja ein Synonym für den Tod. Also einfach nur so philosophisch gesagt, der Tod, ne, und so weiter. Der Unausweichliche und so. Deswegen, ja. Rationsfähigkeit machen ihn fast unbesiegbar. Und durch die Kontrolle über die Kräfte von Solaris ist er in der Lage, immense Zerstörung zu ver... Ja, hast du vielleicht verstanden. Ja, es ist ein bisschen verwirrend. Aber es gibt in Sonic 06 den Mephiles. Und es gibt Iblis, das Feuermonster. Wenn, und dann schafft das gegen Ende durch die Tränen von Prinzessin Elise, dass sich Mephiles auch den Iblis zusammenholt und dann wird er zu Solaris. Dragon Ball Fusion. Verursachen. Also, Mephiles kann man wirklich kaum aufhalten. Mephiles dafür aber schon. Wer oder was ist Mephiles? Meint der Syphilis? Das ist Mephiles. Syphilis ist eine Krankheit. Jetzt hat er das richtig ausgesprochen. Tja. Freundchen. Ach so, falsches Thema. Mephiles ist eine dunkle Entität, die entstand durch ein fehlgeschlagenes Experiment mit der sogenannten allmächtigen Flamme. Diese Flamme war im Besitz vom Duke, der mit Hilfe dieser Flamme versucht hat, seine einst verstorbene Frau wieder zurück ins Leben zu holen. Allerdings ging dieses Experiment schief und so brach die Macht in zwei und formte somit Mephiles. Woher? In dem Zepter. Als das Zepter zerbrach, hat es die Form von Shadow angenommen. Kommen die Sonic-Memes? Ich denke mal, jeder von euch kennt... Ja, wie, woher kommen die Sonic-Memes? Woher kommt Meme? Ja, als Meme. Sonic. Und auch wenn ich nicht mit Sicherheit sagen kann, dass... Sonic. ...der erste Sonic-Meme war, denke ich, war... Sonic. ...auf jeden Fall einer der ersten. Und natürlich... Do you know the way? Do you know the way? Do you know the way? Hat Sonic... Hat er zwei Memes vorgestellt, schön, aber die Frage war, wo die herkommen. Naja. ...einen weiteren Bruder. Tatsächlich schon. Das ist Manic. Manic ist leidenschaftlicher Schlagzeugspieler. Und das Fanartwork hat nichts mit dem echten Manic zu tun, aber jetzt weiß er auch selbst, dass es noch ein grüner... ...und liebt es ebenfalls zu surfen. Allerdings tritt Manic lediglich in der Sonic Underground-Serie auf und ist somit kein kanonischer Charakter. Aber Scourge, oder was, der nur in den Comics da... Nichtsdestotrotz ist Manic hier trotzdem der Bruder von Sonic. Wofür ist Silver bekannt? Silver the Hedgehog. Telekinese. Ist ein Zeitreisender aus der Zukunft und kämpft, um die Welt vor der bevorstehenden Bedrohung zu schützen. Anders wie Sonic und Shadow ist Silver nicht für seine Schnelligkeit bekannt, sondern vielmehr für seine telekinetischen Fähigkeiten. Was ist mit der Firma von Sonic passiert? Nix. Ja gut, eigentlich Sega Sammy, ne? Aber... Die stellen keine Konsolen mehr her, willst du darauf hinaus? Im Jahr 2001 zog sich Sega nach dem Misserfolg der Dreamcast-Konsole aus dem Konsolenmarkt zurück und konzentrierte sich seitdem auf die Entwicklung und Veröffentlichung von Spielen für andere Plattformen. Und somit auch für den ehemaligen Konkurrenten Nintendo. In welchen Spielen kommt Sonic noch? Ja, aber die machen noch viel mehr, die machen auch Anime-Merch. Figuren und so. Welches Spiel kommt Sonic noch vor? Auch vor. Sonic erscheint neben seinen Auftritten in der Sonic-Serie ebenfalls in den Spielen Smash Bros., Sega Tennis, Kingdom Hearts, Project X-Zone und noch viele weitere. Kann Sonic aus der Puste kommen? Kingdom Hearts? Okay, pass auf. In welchen Spielen taucht er noch auf? Wir hatten hier, ich nehme ein paar, ich pick ein paar raus, okay? Mickey Mania, Donkey Kong Country 2. Was haben wir noch? Jojo Rocket, Shenmue. Little Big Planet. Hatsune Miku, GTA 5, Mario Kart 8, Woolly World, Mario Maker. Ninjala, Fall Guys, Minecraft. Aber was nicht dazu zählt, ist... Kingdom Hearts.
Kingdom Hearts Sonic. Das ist das. Das muss echt sein. Das sieht offiziell aus. Wir haben alles Fanarts. Gibt kein Sonic in Kingdom Hearts. Doch, da ist es doch. Mensch. So, das ist also 103. Warte mal, ich. Das ist also 193 Möglichkeiten, aber du nennst drei Spiele, vor allem Sega Tennis? Was war das für ein Logo? Es gibt Sega Superstars Tennis. Und das ist, ja, mit Sonic auf dem Cover. Das zählt als, ne? Wenn ich jetzt hier Tennis eingebe, dann taucht das bei den Main Games auch sogar auf. Ja, auch wenn nicht allzu schnell, kann Sonic bei einer zu langen Strecke auch aus der Puste kommen. Gibt es eine Baby-Version von Sonic sowie Baby Mario? Es gibt leider keine offizielle Baby-Version von Sonic wie Baby Mario. Allerdings finde ich, sieht Classic Sonic wie eine quasi Baby-Version von Sonic aus. Kann Sonic seine Kräfte... Lass mich verarschen. Gib doch einfach ein Baby Sonic. In einem Kinofilm, ne? Wurde groß beworben. War doch sogar bei Sonic Colors Ultimate. Colors Ultimate war das als Schlüsselanhänger dabei. Der Baby Sonic, ne? Als Merch. Und da steht ja auch den Baby Sonic Schlüsselanhänger. Ich habe gerade an meiner Pinnwand geguckt, da habe ich einige, aber den halt tatsächlich nicht mehr. Und das basiert halt auf den Baby Sonic, der zu sehen ist in dem Sonic-Kino-Film und damit tatsächlich, ich will nicht sagen viral ging, aber so viele haben gesagt, oh, guck mal, wie süß, und es gibt auch noch den hier, Hip Hedgehog, ich glaube, es ist ein anderer, ein Baby, auf das er aufpassen muss oder so. Zu verlieren? Nein. Auch wenn man davon ausgehen würde, dass Sonic mit der Hilfe der Power Sneaker erst seine Kräfte so richtig entfalten kann, sind diese allerdings trotz alledem schon vorher vorhanden gewesen. Denn Sonics Kräfte sind angeboren. Auch wenn das ein sehr interessanter Plot wäre. Oh. So, was eigentlich der Chaos Emerald darstellen auf dem Tisch da hinten? Esel haben mit mir etwas gemeinsam. Wer ist der coolste Sonic-Charakter? Ich verstehe das nicht mit dem Eggman. Ich denke mal, da hat jeder seine eigene Meinung. Aber ich persönlich finde, dass entweder Mephiles oder Infinite einer der coolsten Sonic-Charaktere sind. Ja, edgy. Wer der coolste Sonic-Charakter ist, ist halt eine sehr subjektive Wahrnehmung, oder sehe ich das falsch? Was war dein erstes Sonic-Spiel? Sonic, das 1? Ist eine Frage, die ich euch stelle. Der wird immer subjektiver. Sonic 1. Schreibt mir gerne mal eure Antwort in die Kommentare. Oh, und meins? Nun ja, ehrlich gesagt, habe ich noch nie so recht Sonic gespielt. Also, merkt man gar nicht. Was würdet ihr mir empfehlen? Dieses Sonic Superstars sah ganz cool aus, oder? Was würde ich Ihnen empfehlen? Für Leute, die noch nie Sonic gespielt haben. Sonic 2. Sonic Origins. Und da Sonic 2 spielen. Hat Dr. Eggman eine Familie? Nein. Also Dr. Eggman hat schon eine Familie, die wir in der Timeline erfahren konnten. Allerdings ist es unklar, ob Dr. Eggman noch Kontakt zu dieser pflegt. Oder ob diese gar noch existiert. Was ist Sonics größte... Natürlich hat Eggman eine Familie. Er bezieht sich nur auf Professor Gerald Robotnik und Maria Robotnik. Und es ist auch cool, dass seine Familie sind ja eigentlich die Roboter. Aber guck mal, es gibt auch Mama Robotnik. Es gibt Robotnik Junior, wobei das war auch ein Roboter. Dann gibt es Dr. Eggman Negativ. Der ist in der weiten Zukunft sein Ur-Ur-Ur-Urenkel. Das heißt, Eggman hat sich auch irgendwann mal fortgepflanzt. Dann gibt es noch Snively. Snively ist Eggmans Neffe. Oder Julian Robotniks Neffe. Also wenn man alleine eingibt, Dr. Eggman Family Tree, ne? Was haben wir da alles? Ja, ein bisschen witzig ist es ja schon. Ja, so richtig groß wird's nicht. Julia Robotnik, Black Doom,
Da ist auch viel, viel Fake drin. Auch dass die Bertha heißt, das ist alles erfunden, habe ich das Gefühl. Ancient Stone. Ja, du könntest, Sage ist ja auch angeblich die Tochter, ne? Wo auch nicht ganz geklärt ist, ob es vielleicht doch in irgendeiner Form die leibliche Tochter sein könnte. Ne? Maria Robotnik und so weiter, dies, das. Also es gibt schon. Und Mama Robotnik ist halt. Ist halt die. Die gibt's auch. Auch manchmal hier ohne Bart, aber manchmal mit Bart. Und Snively ist sein Neffe. Das heißt, Robotnik muss ja auch Geschwister haben, im Endeffekt. Aber das weiß man nicht so hundertprozentig. Noch Kontakt zu dieser pflegt? Oder ob diese gar noch existiert? Was ist Sonics größte Angst? Das hätte man einfach mal googeln können. Er googelt doch die ganze... Also Sonics größte Angst ist es, nicht schnell genug zu sein, um somit seine Freunde nicht beschützen zu können. Wie sieht das nächste Sonic-Spiel aus? Das nächste kommende Sonic-Spiel lautet Sonic und Shadow Generations und wird offenbar eine Zusammensetzung aus vielen alten Teilen sein, mit aber auch ein paar neuen Elementen. Wie viele Sonic... Lass es einfach... Ja, dann kann er es halt nicht wissen, ne? Sonic Generations ist ein Spiel, das schon 2011 verschieden ist, aber es gibt auch neue Level. Nicht neue Elemente, aber ja, es ist, ja. Sonic Edition Konsolen gibt es. Also bei meiner Recherche stoße ich auf diese zwei hier. Einmal die Sega Dreamcast in der Sonic Edition und die Nintendo Wii in der Sonic Blau Edition. Und falls ich aber welche verpasst habe, dann lass es mich gerne unten in den Kommentaren wissen. Was war das verrückteste Sonic-Crossover? Ich denke auf jeden Fall, eins der verrücktesten Sonic-Crossovers war in dem Animationsfilm Ralf Reicht's. Welches Spiel ist so ähnlich wie sowas? Verrückteste Sonic... Das verrückteste... Das bekannteste wäre Mario und Sonic. Ja, was gibt's noch für Crossover? Ralf Reicht's ist ein guter Guess, würde ich sagen. Ich mag halt das aus Donkey Kong Country 2 sehr. Das ist verrückt, dass da Sonics Schuhe neben dem Mülleimer stehen. Bei den Videospiel-Ikonen-Museum. Verrückt. Ich meine, wenn Fall Guys oder so. Ich habe hier die ganzen Liste und da gibt's. Ich bin das mal durchgegangen, alle Gastauftritte. Und da gab es wirklich ein paar sehr verstörende Sachen auch. War das auf dem Sega Saturn? Burning Rangers, ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Oder war es doch im Dreamcast? Nicht in True True Rocket, wie hieß denn? Sega Gaga? Illbleed! Illbleed ist das verrückteste Sonic Crossover. Illbleed Sonic. Es ist so verrückt, es sieht nicht nur verrückt aus, die reden auch wirklich verrückt und meine Freunde, ich empfehle einfach mal alle Gastauftritte von Sonic the Hedgehog Reaction. Crossover. Ich denke auf jeden Fall, eins der verrücktesten Sonic Crossovers war in dem Animationsfilm Ralf Reicht's. Aber das ist ein guter. Welches Spiel ist so ähnlich wie Sonic? Ein Spiel, welches Sonic sehr, sehr, sehr stark ähnelt, wäre wohl Freedom Planet. Ich meine, schau selbst. Ja, ich weiß, was du meinst, aber Freedom Planet, ich wüsste kein Spiel, was ähnlicher ist, aber es hatte trotzdem viel deutlicheren Fokus auf Story, auf Kämpfen, Zwischensequenzen mit synchronisierten Sprachausgaben. Was ist das unbeliebteste Sonic-Spiel? Boom, boom. Ich denke, das wohl unbeliebteste Sonic-Spiel ist Sonic Boom. Warum? Nun ja, schau dir mal den Metascore an. Richtig. Also Sonic 06 war halt eine große Enttäuschung, aber ich glaube, das Boom ist noch unbeliebter, auch aufgrund der Charakter-Design-Entscheidung und so weiter. Und die ganz, 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 ganz schlechten Sonic-Spiele, die noch schlechter sind, die kennt ja keiner. Ne? Von Tiger Electronics und so. Deswegen ist es Sonic Boom. Autsch. Wer ist der beliebteste Sonic-Charakter neben Sonic? Shadow. Also der einzige Sonic-Charakter, der jemals mit Sonics beliebt. Eggman ist ikonisch, mit großem Wiedererkennungswert. Und Tails, ja, Tails ist Tails. Shadow wollen die meisten, ist cool und... halt mithalten konnte, war Shadow. Hat Sonic eine Schwester? Sonja. Und es sollte Sister Sonic geben. Ja, Spiel. So wie auch Manic aus Sonic Underground, sollte Sonic ebenfalls noch eine Schwester haben. Das ist Sonja. Wieso versagt Dr. Sollte eine Schwester haben? Er hatte in Sonic Underground eine Schwester. Das war eine der drei Hauptfiguren. Aber es gab auch...
Sister Sonic. Wisst ihr, wie die aussieht? Wisst ihr nicht? Oder vertue ich mich sogar? Sister Sonic Cancelled Game. Da gibt's doch auch... Ach so, ich verwechsel das mit den Sega Sonic Brothers. Da gab Sonic in 3. Ist auch ein gecanceltes Spiel. Es sollte ein Sonic, Sister Sonic Spiel geben, das dann zu einem anderen Game wurde. Mit der... So, oder es sollte einfach nur so ein. Ich kann es ja nicht mehr genau sagen. Es sollte. Ja, aber die gab's nicht, okay? Ja. Der Eggman trotz seines hohen IQs. Also, für alle, die es nicht wissen, Dr. Eggman hat tatsächlich einen unglaublichen IQ von 300. Um euch das mal zu erklären, das ist knapp doppelt so schlau wie Einstein. Und trotz alledem schafft Eggman es nie, seinen Plan zu vollenden. Weil das genauso Quatsch ist, zu sagen, Eggman hat einen IQ von 300, wie zu sagen, Sonic ist 15 und Tails ist 8. Und das nehmen die Leute für bare Münze bis in alle Ewigkeit, nur weil das mal einer nebenbei so behauptet hat. Aber ich denke, der Grund hierfür ist ziemlich klar, ob wir sonst nicht hier diese Frage stellen oder beantworten würden. Ist Silver ein Nachfahre von Sonic? Das ist ungeklärt, aber denkbar. Wohl möglich nicht. Da Silver the Hedgehog aus einer so weit entfernten Zukunft stammt, es ist eher sehr unwahrscheinlich, dass dort eine Verbindung zwischen Sonic und Silver besteht. Ja, aber doch. Es wird immer angedeutet, aber es ist nicht offiziell bestätigt. Allerdings wurde dies auch nie von Sega verneint, also bleibt uns nichts weiter als... Ist das Glas halb voll oder halb leer, Leute? ...zu spekulieren. Aber was glaubt ihr? Wie viele Sonic-Charaktere gibt es? Es gibt laut Informationen weit über 90 offizielle Charaktere im Sonic-Universum. Einschließlich Hauptcharaktere, Nebencharaktere, Bösewichte, die in Spielen, Comics, TV-Serien und so weiter auftreten. Weit über 120. Da könnte man hier zum Beispiel auf den Punkt Charaktere gehen auf Wikipedia und dann nicht nur die Hauptcharaktere sehen. Da haben wir 6 Stück. Die wiederkehrenden Charaktere, die man so kennt, sind nochmal 18 Stück, sind 24. 24 plus 9 sind schon mal 33. So, zu den 33 Charakteren kommen diese Nebencharaktere hinzu. Lasst euch ruhig den einen oder anderen nochmal vor Augen führen, wenn euch der eine oder andere Name nochmal ganz kurz in den Blick fällt. Und diese Nebencharaktere und das ist nur eine kleine Auswahl. Was ist das weirdeste Sonic-Merch? Wolltest du schon immer mal nach Sonic riechen? Ja, du hast richtig gehört, nach Sonic riechen. Darf ich vorstellen? Öde Sonic. Wie ist Dr. Wie riecht denn Sonic? Dr. Eggman entstanden. Wenn sich die Biene und die Blume ganz doll lieb haben. Hey, das ist doch nicht so eine Frage. Oh, leider gibt es so viele Informationen über die Entstehung von Dr. Eggman, aber das hier soll scheinbar eins der ersten Konzepte gewesen sein. Hätte dir Sleepy Man besser gefallen? Der war als Held gedacht. Sonic sollte ursprünglich, es gab viele Konzepte, die den neuen Haupthelden zeigen sollten. Und einer davon war Sleepy Man. Den fanden sie aber so gut, dass er eben dann doch noch eine Rolle bekommen hat. Was genau sind eigentlich Chaos Emeralds? Die Chaos Emeralds sind mächtige Energiecontainer und besitzen enorme Energie aufgrund ihrer Verbindung zum Chaos-Kraftfeld, einer mystischen Energiequelle im Sonic-Universum. Diese Energie stammt aus der ursprünglichen Schöpfungskraft des Universums und wird so von den Emeralds genutzt. Wie viele Sonic-Versionen gibt es? Also das mit den Chaos Emeralds klingt ein bisschen wild, was er sagt. Eigentlich kommen wir von den Ahnen. Und wird so von den Emeralds genutzt. Aus Sonic Frontiers, aber was ist das für eine Frage? Sonic-Versionen gibt es. Was für Versionen? Ich glaube, das ist eine umständlich geschriebene Frage von Leuten, wie viele Sonic-Spiele gibt es? Version, was heißt Version? Es gibt viele verschiedene Sonic-Versionen. So zum Beispiel Classic Sonic, Modern Sonic, Boom Sonic und Spin Dash Sonic. Alle vorher genannten können auch einen Spin Dash machen. Eigentlich meint das Spin Attack, aber... Oh Gott! Geht eine Verbindung zwischen Blaze und Big the Cat? Blaze the Cat und... Ja, beide heißen The Cat am Ende. Big the Cat haben keine direkte Verbindung zueinander. Wieso gibt es eigentlich kaum Menschen in der Welt von Sonic? Ich denke, dass dies einfach eine Art künstlerische Entscheidung war, damit die Welt von Sonic etwas fantasievoller ist und man somit besser in eine andere Welt abtauchen kann. Was mit Eggman?
Kommt aufs Spiel an. Sonic Adventure 1 und 2 oder Unleashed und 06 haben ganz viele Menschen. Was ist los? Doch dazu leben Sonic und seine Freunde eben nicht auf der Erde. Doch, tun sie. Erde. Das letzte geheime Fakt. Das ist, was das ganze Video schon angedeutet wurde. Sonic sollte ursprünglich ein Hase sein. Wirklich. Das meinst, willst du mir jetzt sagen? Das ist der Fakt. Oh mein Gott. Sonic Concepts. Hedgehog. Also, das hier sollte Sonic sein. 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 Das hier, das hier. Da haben sie einen Igel gemacht. Und das hier sollte Sonic sein. Und dann haben sie sich für einen entschieden. Es gibt noch mehr. Das hier sollte Sonic sein. Und es gibt noch mehr. Es gibt auch dieses... Da sind sogar immer konkreter geworden. Aber das ist einer von vielen. Field Rabbit. Ja, ja, es gibt ihn in Sonic Superstars als Charakter. Wie hießen denn die anderen? Warte mal. Pre-Release. Was ist denn hier los? Das hier sollte Sonic sein. Auch ein bisschen cool, ne? Ein bisschen kleiner machen. Ah, ich finde die anderen jetzt nicht. Wie hießen die nochmal? The Twins. Pass mal auf. Sonic Concepts. Twins. Twin Stars. Das hier sollte Sonic sein. Man sieht es auch an der Green Hill Zone und an dem bösen Gesicht und den Städten. Also das böse Gesicht ist halt... wie soll ich das sagen? Pass mal auf. Wir haben hier das Artwork. Das fast dasselbe. Mit Sonic, auch mit Palm hier und mit Städte da. Und das ist das böse Gesicht, das sollte der Antagonist sein. Und ja, aber die wussten immer noch nicht, was die da mit dem Eggman machen sollen. Und die wussten auch nicht, dass es Roboter werden. Und davon gibt es auch eine Spieleversion, aber... Hast du es gewusst? Ein Hase. Man könnte es sagen wie bei Oswald für Mickey Mouse, aber... Wieso sah Sonic im ersten Konzept vom Film so komisch aus? Also, ich könnte mir da zwei Gründe vorstellen. Entweder hat das Designteam zu viel Freiheit, oder es war von Anfang an so geplant, um sich somit quasi kostenlos mehr Promo für den Film zu sichern. Aber was hältst du für wahrscheinlicher? Die Kosten... Freiheit, oder es war von Anfang an so geplant... Also, ich glaube es nicht, dass von Anfang an so geplant war. Ich glaube, die haben sich wirklich keine großen Gedanken gemacht. Man sieht es ja auch an der Story. Die Story hat ja genauso wenig mit Sonic zu tun, wie das Charakterdesign mit dem Sonic zu tun hat. Ne? Und da man, ja, die sind insgesamt auf die Decke gegangen. Man dachte, man beschränkt sich auf das Charakterdesign und haben nur das Charakterdesign geändert. Ne? Der zweite und auch der dritte Sonic-Kinofilm hat viel mehr mit Sonic zu tun. Der erste ist so generisch, als wüsste man nicht. Als hätte Black Shadow den Sonic-Film gemacht. Aber... dann waren die nicht klar, ne? Waren die nicht klar. Um sich somit quasi kostenlos mehr Promo für den Film zu sichern. Aber was hältst du für wahrscheinlicher? Wieso? Man sieht es ja auch an Eggman, an Robotnik, wie Jim Carrey am Anfang aussah und im Laufe der ganzen Filme immer mehr aussieht wie der Eggman, den man kennt. Weil sie langsam immer mehr verstanden haben, ne? Jim Carrey, Robotnik. Ja, ich reg mich jetzt ein bisschen sehr auf. Ne? Ja, da hat man es ja schon ziemlich gut als Vergleich. Anfang und Ende des Sonic-Kinofilms, so. Da hat man auch das Gefühl, dass man am Anfang halt auch gesagt hat, ich meine nicht mal das, sondern, keine Ahnung, allein, dass er, ja, ach komm. Du erinnerst mich die Ringe an Cornflakes? Das sage ich doch die ganze Zeit. Mann, jetzt habe ich Bock auf ein paar Honey Loops.
Sind Mario und Sonic im gleichen Universum? Jein. Also, man ist sich bei dieser Frage nie so wirklich einig geworden. Aber... Kann man doch sagen. Da Sonic ja oftmals auf der Erde spielt und nicht auf Mobius, ja. Und Mario von der Erde, von Brooklyn, das ist ja durch den Mario-Kinofilm jetzt nochmal komplett canon bestätigt worden, können sich beide auf der Erde treffen. Das tun sie dann für die Olympischen Spiele auch, ja. Aber Mario kann sich zwischen der Erde und dem Pilzkönigreich scheinbar frei fortbewegen. Und Sonic, ja, die Welt von Sonic und die Erde, es kommt aufs Spiel an. Lustigerweise gibt es zwischen Sonic und Mario auch einige Parallelen. Was ich damit meine? Nun ja, schau dir dazu einfach dieses Video an. Es gibt eigentlich 4 Filme. Mach das bitte mit Animal Crossing. Mach das bitte mit, was du kennst. Also er kennt sich wahrscheinlich mit Zelda aus, ne? Genau. Er sollte nur die Zeit anhalten. Super Sonic ist schneller. Laut Leaks, die Spieleserie soll auf kurz angepasst werden. Dann wäre Dr. Eggman heutzutage... Verstehe den Kommentarzusammenhang nicht. Anfang vom ersten Film, das ist wahrscheinlich auf Baby Sonic bezogen. Ja. Er hat sich Mühe gegeben... Aber manchmal hat er dann auch nicht ausführlich genug gegoogelt, würde ich sagen. Was sagt ihr dazu? Bin ich zu kleinlich? Ich mach's für euch. Irgendeiner muss es ja machen. Jetzt guck ich mir die Robten. Ich schreibe den Kommentar, wie oft ich den roten Chaos Emerald gefunden habe. Leute, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich brech zusammen mit Erfolg. Ich bin halt ein Freak, ist klar. Und roaste normale Leute dafür, dass sie sich versuchen, mit der Sonic-Materie zu beschäftigen. Also, gebt mir ruhig die Schuld. Bis zum nächsten Mal. Gute.